Normalerweise sieht's bei mir auf dem stillen Ort so aus. Aber in diesen Tagen, so wie wohl bei vielen anderen Mitmenschen auch, eher so. Da ich bereits das zweite Mal im Supermarkt keinen Erfolg hatte, das offenbar zurzeit mit am höchsten bewertete Gut der Deutschen zu ergattern, habe ich mich entschlossen, zukünftig diesen Weg zu gehen. Schont pflanzliche Ressourcen und ist wahrscheinlich auch wesentlich hygienischer als die übliche Papiervariante. Diese Lösung ist alles andere als neu und doch so naheliegend. Ich habe mir diese WC-Brause zugelegt, weil ich sie von etlichen Reisen und Urlauben her kenne. Die Montage gestaltet sich außerordentlich einfach. Die Halterung für den Brausenkopf an die Stelle halten, wo sie hin soll, anzeichnen und mit einem 6 mm Steinbohrer passend zum mitgelieferten Dübel bohren. Hier habt ihr einen Trick, wie man ohne große Probleme sauber arbeiten und sich den unhandlichen Staubsauger sparen kann. Den habe ich schon mal vorgestellt. Unten habt ihr den Link zum Video über das Herstellen und Anbringen eines stylischen Gewürzregals. Ein echtes Upcycling-Projekt. Der Bohrstaub wird, wie ihr sehen könnt, durch den Haftzettel wunderbar aufgefangen. Dübel rein, ich meine ganz rein, Dreck geschnappt und weg damit. Bei diesem Akt gilt's, die Halterung gut und vor allem fest anzuschrauben. Jetzt kommt dieser sogenannte Diverter ins Spiel. Den montiere ich genau hier hin. Ich meine, ich könnte die WC-Brause natürlich auch an Kaltwasser anschließen, aber da ich das Ding meinen Befindlichkeiten entsprechend nutzen möchte, zweige ich das Wasser direkt hier an meinem Wasserhahn ab. Es gibt einen Adapter, der bei einem Innengewinde am Hahn benötigt wird. Brauche ich aber nicht. Weg damit. Darunter befindet sich übrigens bereits eine Dichtung. Also einfach anschrauben. Natürlich nicht zu fest anziehen, schließlich soll ja die erwähnte Dichtung keinesfalls totgequetscht werden. Man kann mit dieser genialen Weiche das Wasser in zwei Richtungen umschalten. Entweder es läuft ganz normal durch den Ablauf ins Becken oder ich kann gefühlvoll den wohltemperierten Wasserdruck hin zu meiner Handbrause dosieren. Unten in der Infobox habt ihr den Link. Jetzt der Schlauch zur Brause. Der ist mit einem Stopfen versehen. Dieser schützt nicht nur das Gewinde, sondern auch die darunter befindliche Dichtung. Einfach an den Diverter anschrauben, mit Gefühl festziehen, wie gesagt. Und zum Schluss noch die andere Seite. Da kommt natürlich der Duschkopf dran. Klar, natürlich gibt's da auch noch eine Dichtung. Nun kommt er dahin, wo er künftig sein soll, wenn er nicht gebraucht wird. Und hinter das Geheimnis dieser beiden Dichtungen komme ich auch noch. Übrigens, solche WC-Duschen sind in asiatischen und arabischen Ländern, die wir als Rekordurlauber einer gesünderen Zeit ja gut kennen, seit Jahren überall installiert und etabliert. Die Menschen da, genauer gesagt die aus dem indischen Raum meinen, mit der linken Hand wird gewaschen, die rechte ist die reine, hauptsächlich dem Essen vorbehalten. Und die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Könnte ich jetzt eigentlich spenden. Bis zum nächsten Video. Tschüss.